Hier links hoch zum Marktplatz. Das Wahrzeichen von Grünberg, der Diebsturm. Um 1300 war der ein Teil der Stadtbefestigung. Der hat eine Zeit lang auch mal als Gefängnis gedient und dann aber anschließend nur noch als Wasserturm. Zum Marktplatz, hier die ganzen schönen alten Fachwerkhäuser mit den schönen Häuserfassaden, die sind meistens aus dem 15. Jahrhundert. Da vorne auf der rechten Seite das Rathaus. Den schönen Brunnen. Eine der beiden Einkaufsstraßen, klein aber fein, mit kleinen Geschäften.
Marktplatz mit der Eisdiele, die immer sehr gut besucht ist. Die evangelische Kirche. Durch die kleinen Gässchen hindurch. Dann noch mal die Kirche. Das Gebäude dient jetzt als Standesamt. Da geht es zum Brunnental, Blick von oben. Da geht es ziemlich steil runter. Das Brunnental war früher mal das Zentrum der Wasserversorgung. Heute ist das ein Naherholungsgebiet, das sind unten zwei Teiche. Und da oben ist eine Kneippanlage, die gibt es aber noch nicht so viele Jahre. Die andere der beiden Einkaufsstraßen mit kleinen Geschäften. In den letzten Jahrzehnten ist hier sehr viel an den Fassaden neu gemacht worden und restauriert worden, um das schöne Fachwerk freizulegen. Dann kommen wir durch die Barfüßergasse zum ehemaligen Barfüßerkloster. Es war ein Franziskanerkloster. Um 1528 sind die Gebäude aber alle verfallen. Das Einzige, was noch übrig ist, ist noch dieses Mönchswohnhaus, in dem finden heute kulturelle Veranstaltungen statt.